So, hallo, ich grüße euch zum vierten Teil. Ja, dann könnt ihr euch vorstellen, wenn wir also die Europawahl angesägt ist, wenn die Landtagswahl und die Bundestagswahl angesägt ist, hatte man natürlich ein Interesse daran, die Beweise hinterher noch zu vernichten. Und so kam es dann, wenn ich es noch richtig weiß, Ende Januar 2013, dass dann auf einmal ja, mehrere Uniformierte bei mir vor der Tür standen. Und ja, die mir eröffnet haben, ich könnte die Enteignung, die jetzt stattfindet, ertragen oder ich könnte die Ereignung ertragen mit dem Gesicht im Gras und der Pistole am Kopf. Das ist natürlich von einer Ansage der Polizei in Sachsen, die würde ich mal als bewaffneten Raubüberfall bezeichnen. Im Vorfeld hat man das Jobcenter oder damals hieß es wohl Arge angewiesen, mir die Gelder zu streichen, indem er Akten gefälscht hat und mich rauszuschätzen, damit ich also ja, keine Miete bezahlen kann, nicht ordentlich leben kann und so weiter, weil ich damals schwer krank wurde, eben durch Schimmelpilz und eben auch nicht mehr richtig ja, Luft gekriegt habe. Ich hatte also eine ziemliche Erkältung. Ja, eine Erkältung kann man nicht sagen, eine ständige Lungenentzündung, kaum Luft gekriegt und so weiter. Musste also dort mich echt zurückhalten, bis es ordentlich abgeheilt war. Und der Grund waren einfach Bauschäden, die in der Wohnung stattgefunden haben, also weil die Wärmedämmung nicht ordentlich ausgeführt worden ist und alles verschimmelt war. Und das ist dann ja, eine von mehreren Konfrontationen mit dem Vermieter gewesen. Da müsste man vielleicht auch nochmal in einem Extra-Teil nochmal eine Ausführung machen. Also es war eine Zeit, wo mir es gesundheitlich nicht so besonders gut ging. Heute bin ich im Wesentlichen drüber weg, kann wieder ordentlich zupacken. Aber dieser Heilungsprozess dauert eben sehr lange. Ja, jedenfalls schlugen sie dann auf und haben im Prinzip das ganze Inventar, technische Inventar von Schwadder zu Flugscharen vernichtet. Die Mikrofone, die Kameras, die Kassetten. Die haben die Eheringe gestohlen. Also den Ehering, der war also graviert aus der ersten Ehe. Sowas kann man eigentlich nicht finden. Fernseher. Es war ja nicht mal die Möglichkeit, eine Zahnbürste mitzunehmen. Ich bin also dann fast nur mit den Sachen, die ich auf dem Leib hatte, aus der Wohnung gejagt worden. Kann man ja auch noch sagen. Und da ich einen Leihwagen hatte, konnte ich ja dort nichts wegtransportieren. War notwendige Sachen konnte ich mitnehmen. Aber im Prinzip ist dort alles versucht zu vernichten. Man hat also versucht, an die Unterlagen, auch an die anwaltliche Korrespondenz zu kommen. Und hat die versucht zu vernichten, aber da bin ich ja nur vorsichtiger Mensch und lagere sowas nicht in meiner Wohnung ein. Und insofern sind also die Unterlagen alle noch da. So, und da ging natürlich die Rechnung nicht auf. Man hat dann später nochmal versucht, den Leihwagen, den ich da hatte, um zu fahren, dort die Bremsen zu manipulieren. Da hätte ich also fast einen Unfall gebaut. Da hat mich dann die Werkstatt angerufen und hat gesagt, was ist denn mit Ihnen los? Bei Ihnen hat da jemand an die Bremsen geschraubt. Naja, ich habe ja gerade so zu tun gehabt, dass ich das Auto noch auf der Straße halten konnte. Ja, dann sind uns zweimal die Autos abgebrannt, wo wir nicht so richtig wissen, ob es denn nur dreimal muss man sagen, ja, drei Autos abgebrannt, wo man nicht sagen, war es jetzt nur ein Matter oder war es einfach nur ein Defekt. Aber ich kenne niemanden, dem dreimal hintereinander irgendein Brand im Auto passiert ist. Aber ich kenne eine ganze Menge Leute, die politisch aktiv sind, deren Autos ständig abfackeln. Also insofern glaube ich da nicht so richtig an Zufälle, weil so schlechte Autos bauen die Franzosen ja auch nicht. Ja, also das sind einige Vorfälle, die wir nicht so richtig erklären können. Ist nicht so, dass ich Angst habe. Ich gehe davon aus, dass über uns allen einer wacht. Und dass, wenn es soweit ist, dann passiert es eben. Ja? Und man kann nicht jeden Tag mit Angst durch die Gegend gehen oder sich einschüchtern lassen und seine politische Meinung beugen lassen von Leuten, die auf Staatskosten ihr Terror organisieren. Inzwischen hat sich ein bisschen herausgestellt, wo dieser Terror herkommt, dass er also von offizieller Stelle bestellt wird und dass Leute, die vorgeben, eine nützliche oder gute politische Einstellung zu haben, im Seiteneffekt Terrorakte verüben. Das hat die Pegida-Bewegung in letzter Zeit recht deutlich gezeigt. Und wenn dann zusätzlich noch die Medien genau diese Terrorakte verschweigen und so tun, als hätte es das nicht gegeben, und immer dann, wenn eben die linke Gewalt hier eine Rolle spielt, eben die Namen bzw. auch die politische Organisation, die das mit zu verantworten haben, verschweigen,
dann muss man davon ausgehen, dass dieser ganze Terror und dieses Zeug von Sachsen direkt verantwortet wurde. Und wenn man dann noch weiß, dass die Wahl nicht ordentlich gelaufen ist, weiß man, dass hier eine Privathaftung dahinter steht. Das ist nun einfach mal der Fakt. So, aber nichtsdestotrotz, ich habe dann, weil ich den Eindruck hatte, dass die Partei eben nicht reformierbar ist, weil sie sich eben auch im Nachgang nicht darum gekümmert haben, die Protokolle zurückzuziehen und eine Selbstanzeige oder eine Erklärung abzugeben. Und auch diese Landeswahlleiterin auch 2014 wieder auf ihrem Stuhl saß, obwohl sie hätte bei Wahlmanipulation tätig werden müssen, und das Zurückweisen hat sie nicht gemacht, sondern sie hat also trotz Wissen und trotz, dass vier Leute und Zeugen das angezeigt haben, die Sache durchlaufen lassen und hätte also 2014 schon erstmal die auf der Versammlung nicht vorsetzen können. Ich war also dort noch einmal dort und wollte also für 2014 die Parteieigenschaft zur Landtagswahl 2014 beantragen, und da hat man also uns in Sachsen die Parteieigenschaft nicht zugestanden. Die Parteieigenschaft muss zugestanden werden, wenn die Partei vorgibt, dass er politisch mitwirken will. Das haben wir auch gemacht, wir haben das auch dargestellt. Wir haben auch genug Mitglieder. Wir haben auch in Thüringen diese Zulassung erhalten, aber in Sachsen wollte man natürlich nicht, dass also Leute wie ich ja, auf einer Liste erscheinen bzw. als Partei auftreten. Ne? Ja, das ist natürlich eine geile Nummer, die man sich da rausnimmt, und hat natürlich sofort eine Wahlanfechtung zur Folge gehabt. Und in der Vorbereitung dieser ganzen Wahlanfechtung war es dann notwendig, dass man dann auf die Ämter geht und eben diese Wahlformulare ausfüllt. Und da war unter anderem auch die Angabe der Staatsangehörigkeit drin. Da habe ich mir natürlich vorsichtshalber eine Meldebescheinigung ausdrucken lassen und dort festgestellt, dass bei mir speziell in der Melde Bescheinigung drin rumgemalt worden ist. Also zum Beispiel ist der Geburtsname rausgestrichen worden. Und ja, und da wollte ich dann, dass das korrigiert wird, genauso wie das in der originalen Geburtsurkunde der Fall ist. Und das hatte der betreffende Mitarbeiter in der Meldebehörde abgelehnt. Und dann haben wir daraufhin eine Dienstaufsichtsbeschwerde bei seiner Vorgesetzten, bei seiner Vorgesetzten gemacht. Ja, genau. Und die hat dann angewiesen, dass es genauso ausgefertigt werden muss, wie wir das wollen. Und wie es auch den gesetzlichen Vorschriften und auch den Geburtsurkunden entspricht. Und das hat der Mitarbeiter nur zum Teil gemacht. Ich würde sagen, er hat es nicht ordnungsgemäß und formgerecht auch bestätigt, sodass wir also dort nochmal nachwaschen werden. Aber wir haben erstmal die Wahlen laufen lassen. Weil er hat ja die Anweisung, das ordentlich auszufertigen. Wenn er das nicht macht, muss er dann dafür haften. So ist es halt. So, und da sind wir natürlich stutzig geworden. Warum filtert das nicht so aus, wie es erforderlich ist? Und ja, wir sind dann rausgegangen, haben eine ganze Weile überlegt, was haben wir denn eigentlich wirklich auch in den Händen? Also wir haben die Bestätigung der deutschen Staatsangehörigkeit, und das haben wir in einer kreisfreien Stadt erwirkt. Naja, und dann haben wir gesagt, dann machen wir die Nummer nochmal, und haben wir alle unsere Freunde angerufen und die noch zur Wahl standen, haben gesagt, geht da mal rein und lasst euch mal das Gleiche bestätigen. Und die haben es komischerweise nicht gekriegt, weil auf deren Zettel stand, dass sie die deutsche Staatsangehörigkeit nur am Wahltag besitzen. Da muss man sich überlegen, dass im Grundgesetz steht, die deutsche Staatsangehörigkeit kann nur aufgrund eines richterlichen Beschlusses erfolgen. So, und der Richter muss der gesetzliche Richter sein. So, dann kann man sich überlegen, was ist denn ein gesetzlicher Richter? Da gab es mal ein Gerichtsverfassungsgesetz. In dem Paragraph 15 stand, Gerichte sind Staatsgerichte. Und diesen hat man gestrichen. Also haben wir keine Staatsgerichte mehr, sondern wir haben jetzt private oder Ausnahmegerichte. Und die sind ja nach Grundgesetz verboten. Das heißt, es gibt sehr, 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 sehr wenige gesetzliche Richter. Wir müssten eigentlich eine Ernennungsurkunde vom Innenministerium haben, aber des Staates. Man muss sich überlegen, wie alt ist denn der letzte staatliche Innenminister gewesen? Also der muss jetzt so 120 Jahre alt sein. Also kann nicht mehr am Amt sein, vielleicht auch nicht mehr am Leben. Also sind unsere gesetzlichen Richter, kommen die alle aus dem Feinstaat, aus der Weimarer Republik. Ja, das ist ja bekanntlich keine staatliche Organisation, sondern ist eine Putschregierung, die gegen Kaiser geputscht hat. So, da gab es natürlich Innenminister, und es gab auch eine Fortsetzung, das war dann der Nationalsozialismus.
Und als Nationalsozialismus sind dann weiterhin 17 Gesetze fortgesetzt worden und die Staatsangehörigkeit nach dem Stichtag vom 23.03. entstanden. Also am 23.03. gab es nochmal einen Wahlfehler im Reichstag. Und was danach ist, ist sowieso alles für die Tonne. Und eine Staatsangehörigkeit vom 5.02.1934 ist also schon wegen des Wahlfehlers vom 23.03.33 ungültig. Gut, also hätten wir die Sache geklärt. Wir haben also ein gültiges Staatsangehörigkeitsgesetz und wir haben ein sogenanntes STAG, das auch Staatsangehörigkeitsgesetz ist, aber aufgrund der Rechtsstellung, dass es also aus einem Feindstaat kommt, das Gesetz gegenüber dem Kaiser. Ne? Im STAG steht ja Ausfertigungsdatum 22.07.1913. Da muss man sich überlegen, wann die Bundesrepublik gegründet wurde. Also die haben sozusagen mit der Zeitmaschine dieses STAG zum Kaiser gebeamt, der hat es unterschrieben, dann hat es der Kaiser zurückgebeamt, dann ist es im Bundeskanzleramt wieder angekommen und dann hat man es im Bundesanzeiger veröffentlicht. Also so ist das STAG entstanden. Das ist das, was man unter Ausfertigungsdatum versteht. Ja? So, wenn man sich natürlich mit der ganzen Juristerei ein bisschen auskennt, hat man eine Ahnung, was es wohl gewesen ist. Also ist das STAG eine notstandsrechtliche Anordnung, das Rustag, das eigentliche Gesetz nicht zu verwenden. Ja, das ist natürlich, erklärt natürlich alles. Eine notstandsrechtliche Anordnung kommt also immer von einem Notstandsleiter. Notstandsleiter kann alles sein, hatte ich schon mal erklärt, kann eine Partei sein, kann eine Einzelperson sein, also der handelt. So. Und der darf natürlich nicht gegen das bestehende Gesetz handeln. Also eine notstandsrechtliche Anordnung, nicht nach dem Gesetz zu verfahren, hat schon formal keine Chance, eine Entlastung durch einen Verweser oder durch einen Kaiser zu bekommen. Also das Gesetz ist schon vom Ansatz her nicht entlastbar und aus einem Feindstaat kann auch nie ein Verweser kommen. Also ein Verweser ist immer eine Vertrauensperson zum Kaiser. Also der in seiner Abwesenheit die Dinge des Staates und die Staatsverträge unterschreiben muss. Und da kann man sich auch überlegen, dass es einen Rundfunkstaatsvertrag, auf dem das die GEZ aufsetzt, nicht geben kann, weil kein Verweser ein feinstaatliches Konstrukt unterschreibt, um gegen staatliche Konstrukte zu hetzen. Also was ja die öffentlich-rechtlichen Medien gegenüber Pegida und Legida ständig tun. Ja, also wenn man das nur aus dem Fernsehen verfolgt, weiß man, dass man also von A bis Ende belogen wird in dieser Sache. Weil wenn man oft genug bei diesen Demonstrationen selbst vor Ort war, merkt man, dass die öffentliche Berichterstattung in den Nachrichten zumindest innerhalb von dem Einflussbereich der deutschen Medien, da zähle ich auch Dreisat und ORF dazu, eben nicht stimmig ist. Ne? Und auch französische Fernsehen hat nicht wahrheitsgemäß berichtet. Also wir haben an vielen Stellen gemerkt, dass sie sich der Meinung von ARD und ZDF angeschlossen haben. Ist einfach mal der Fakt, wenn man also dort ist und das beobachtet, hat man einen völlig anderen Eindruck als das, was man abends in den Nachrichten sieht. Und es geht nicht nur mich so, es geht nicht nur mir so, sondern es ging allen anderen, die dort teilgenommen haben, ebenso. Ja, da kann man sich fragen, warum und wieso das so ist. Also notstandsrechtliche Anordnung kann nun mal nur ein Kaiser oder Verweser unterschreiben und eine Anordnung, ein Hetzsender oder auch eine Gebietsreform zu machen, die also der ursprünglichen Wahlkreiseinteilung zuwiderläuft und die Aufhebung der Bundesstaaten und der Freistaaten zu gründen, die mit einer völlig anderen Verfassung um die Ecke kommen, damit kann man kein ordentliches Staatswesen begründen. Und das ist auch der Grund, weshalb die Europäische Gemeinschaft Vorbehalte hat zu dem, was die BRD halt beschließt. Sie müssen sich zwar beugen, weil wir halt nur Kredite ausgegeben haben, weil in anderen Ländern die öffentlichen Haushalte mehr oder weniger ja, mit hohen Zinssätzen belastet sind, weil das Rating entsprechend schlecht ist. Also das heißt, wenn die Staatsverschuldung deutlich höher ist, wie das, was das Bruttoinlandsprodukt abwirft. Ich halte zwar von der ganzen Rechnerei nicht viel, weil das sorgt noch lange nicht aus, wie das ganze Staatswesen auf Dauer funktionieren kann, denn man kann durchaus mit ordentlichen Reformen auch so einen Pleitestaat wieder auf Kurs bringen. Das ist kein Problem, wenn man das wirklich will.
Aber die Ratschläge von IWF und indischen Banken sind nun gerade nicht dazu geeignet, diese Länder zu entschulden und noch langfristig die Kredite, die an Griechenland, Spanien und Portugal und auch teilweise Frankreich gegeben wurde, dass man die Rückzahlungsbedingungen so vereinbart und gestaltet, dass das Volk nicht verarmt unter diesen ganzen Sparmaßnahmen und dass die Wirtschaft nicht abgewürgt wird. Ne? Man muss ja überlegen, Amerika hat ja weiter nichts gemacht durch das quantitative Easing. Die haben also einfach Geld gedruckt und haben diese Wirtschaft seit den 60er Jahren bis heute einfach nur mit Gelddrucken am Laufen gehalten. Und das hat funktioniert. Wir haben einfach die Geldmenge so weit ausgeweitet, dass ja, keiner wirklich an eine Rückzahlung denkt. Das ist natürlich kein solider Staatsaufbau ist, das wird sich jeder denken können. Aber man sieht, dass es nicht nur alleine am Rating hängt, sondern auch am Willen, wie man den Staat aufbaut, wie die Währung aufgestellt ist und wie man Bedingungen schafft, dass sowohl das Volk leben kann, dass die Industrie wirtschaftlich tätig sein kann und dass man die Rückzahlungsbedingungen so gestaltet, dass alle einigermaßen diese Last tragen können. Und jedes Missverhältnis, was da rein interpretiert wird, führt dazu, dass eben diese in den Schuldenländern eine sehr starke soziale Kluft entsteht von Superreichen und Superarmen und es ist keinen gerechten Lastenausgleich gibt und natürlich dann die untersten Schichten irgendwann anfangen, dort einen Aufstand zu machen. Also ich rechne damit, dass es dieses Jahr in den Südländern ordentlich zur Sache geht mit Bürgerkrieg und ähnlichen Dingen. Und die wirklichen Ursachen liegen einfach in der falschen Verteilung. Und wir wissen ja alle, dass der Lissabon-Vertrag nicht gültig sein kann, weil ja in Deutschland zum Beispiel nicht mal eine ordentliche Staatsangehörigkeit bestätigt werden kann. Also kann alleine schon die deutsche Entscheidung zugunsten des ESM und auch zugunsten des Lissabon-Vertrags nie rechtswirksam und demokratisch entstanden sein. Weil da hätten wir erstmal alle eine ordentliche Staatsangehörigkeit gebraucht. Brauchen wir nicht drüber nachdenken, ob es da eine wirkliche Schuldenverpflichtung und eine Garantieübernahme der EZB geben kann. Das kann sich jedes Euro-Staaten-Mitglied selber überlegen. Ich bezweifle das, weil zunächst müsste erst einmal das Wahlsystem in der Bundesrepublik grundlegend überarbeitet werden. Mit einer ordentlichen Staatsangehörigkeit und mit einer Direktwahl der Kandidaten. Weil diese Listenerstellung hat gerade in der Vergangenheit dazu geführt, dass die Parteien, die sich herausnehmen, also die Kandidatenaufstellung zu machen. Und das Volk hat eigentlich gar keinen Einfluss mehr auf die Zusammensetzung der Liste, sondern die kann einfach die Partei wählen oder nicht wählen. Und hat keine Einflussmöglichkeit, ob der Kandidat 3 oder 5 auf der Liste eigentlich derjenige wäre, der hier hätte gewählt werden müssen. Da gibt es keinen Einfluss drauf. Und genau dadurch passiert eben das. So, und wenn dann gerade die CDU noch sagt, ne, also was vor den Wahlen versprochen worden ist, muss nach den Wahlen nicht unbedingt gelten und das kann sich in der einen oder anderen Form wiederholen, dann habe ich überhaupt keine Gewährleistung mehr, dass das, was vor den Wahlen versprochen wird, auch wirklich dann gilt. Das ist einfach so. Wenn man das nur öffentlich zugibt, ist es ja wie eine Bestätigung. So, wir haben also das Problem, dass die Wahlgesetzgebung in Deutschland vorschreibt, dass der Artikel 116.1 Grundgesetz nicht bestätigt werden kann und dass die Staatsangehörigkeit, die man mit dem gelben Schein erwirkt, zum 5.2.1934, also in den Nationalsozialismus, zurückreicht, der nach der Diskontinuität liegt. Wir haben das natürlich dort bei dem Bundeswahlausschuss angezeigt. Da gibt es auch zwei Videos davon, die sollte man sich schon mal angucken. Und hier muss man zwei Dinge wissen. Also in Paragraph 6 der europäischen Wahlgesetzgebung ist also die Staatsangehörigkeit nach 116.1 Grundgesetz vorgeschrieben. Und für das Verfahren der Beurteilung, ob dieses erfüllt ist oder nicht, gilt die ZBO. Und die ZBO erlaubt keine befangene Sitzung. Da muss man sich vorstellen, dass der Wahlausschuss hauptsächlich von Parteien besetzt ist, die selbst ihre Kandidaten zur Wahl aufgestellt haben. Also eine formale Befangenheit entsteht dadurch, dass die Wahlkommission mit Parteien bestückt ist, die selber Kandidaten zu dieser Wahl aufgestellt haben. Also nach ZBO kann also das Wahlgesetz keine unbefangene Sitzung gewährleisten. Und die ZBO sieht aber vor, dass es keine befangenen Sitzungen geben darf. Das ist also Widerspruch in sich. Und da werden wir also dann
Wenn das also die Wahlkommission ja selber erkennt und diesen Mangel abstellt, zumal man ja am vor dem Beginn der ersten Sitzung bereits bundesweit das Melderegister als manipuliert angezeigt haben, weil wir eine Stichprobe hatten von 100 Testpersonen, die versucht haben, die deutsche Staatsangehörigkeit bestätigt zu kriegen, weil sie eine Wahlbenachrichtigung gekriegt haben. Und davon sind alleine 92 falsch oder gar nicht bestätigt worden und nur 8 Personen hatten die Bestätigung der deutschen Staatsangehörigkeit, genauso wie das Gesetz das vorschrieb. Mit kleinen Ungereimtheiten, dass man vielleicht mit gezeichnet oder im Auftrag unterschrieben wird, aber sie haben es erstmal bekommen und die anderen haben es abgelehnt gekriegt. Und viele Kreisräte sehen sich also nicht in der Lage, die Staatsangehörigkeit zu bestätigen, aber die haben kein Problem, Wahlbenachrichtigung auszustellen. Und unter solchen Bedingungen kann ich nicht davon ausgehen, dass hier eine gültige Wahl zustande kam. Und das liegt zum Teil daran, dass es keine gesetzliche Verpflichtung gibt, dass die Gemeinden die Einträge in Melderegistern zu kontrollieren haben. Wenn ihr euren Personalausweis oder Reisepass anguckt, seht ihr ja, dass dort das Wort Deutsch drin steht, in großen Großbuchstaben. Wenn man sich fragt, was heißt denn das? Wo liegt denn das Land Deutsch? Naja, das ist nun mal keine Staatsangehörigkeit, sondern es ist ein Pfändungstitel. Das heißt, Kohl und Genscher haben im Jahr 1990 eine Vereinbarung mit den westlichen Alliierten getroffen, dass sie keine Friedensregelung beabsichtigen. Also man hätte 1990 am 18.07. die Möglichkeit gehabt, Deutschland in den Grenzen von 1914 wiederherzustellen und eine Friedensregelung zu machen. Das hätte dazu geführt, dass Polen in das Selbstverwaltungsrecht gekommen wäre. Sie hätten also selber eine Verwaltung, einen polnischen Verwalter wählen können. Und in Deutschland, in allen kreisfreien Städten, wäre das Gleiche passiert. Und dann hätte man einen mühevollen Aufbau Ost nicht gebraucht. Weil die DDR hatte kaum Schulden, es waren 6 Milliarden, und der Westen hatte 624 Milliarden. Und statt diese Westschulden auf die DDR umzuwälzen und zu sagen, die DDR ist verschuldet, hätte man das lieber sein gelassen. Und dann hätte man in der DDR erstmal alles mit neuen Krediten neu aufbauen können. Man hätte also die alten DDR-Betriebe nicht abreißen brauchen, man hätte einfach neues Material und neue Maschinen kaufen können und hätte die über 10 Jahre oder 15 Jahre abgeschrieben. Dann hätte die DDR hervorragendes Reding gehabt und hätte den sogenannten Aufbau Ost, also den Abriss der VLB-Betriebe, nicht nötig gehabt. Dann wären auch keine Arbeitsplätze verlustig gegangen. Aber das hätte man nicht gewollt, weil die damaligen DDR-Betriebe in der Lage waren, relativ flexibel und schnell die Produktion umzustellen, weil es gab ja keine spezialisierten Automaten, sondern es waren ja handgesteuerte oder gering automatisierte Maschinen, teilweise auch CNC-Maschinen, aber die waren alle frei programmierbar, zumindest die ich kenne. Man hätte also mit einem Umstellungsaufwand von 2 Monaten eine ordentliche Ersatzteilproduktion für alle möglichen Wirtschaftsgüter der Welt auf die Beine stellen können. Und das ist natürlich für den Westen ein Horrorszenario. Also wenn man alte Westprodukte für weitere 30 Jahre supporten könnte, um einfach Ersatzteilbesorgung sicherzustellen, da hätte die DDR sich dumm und dusselig arbeiten können. Es hätte niemand auf die Straße gemusst. Aber es hätte eben einen politischen Willen bedurft, dass man den Wirtschaftsstandort hier erhält. Und genau das wollte Kohl und Genscher nicht. Und deswegen hat man die DDR-Betriebe im Außenhandel DDR blockiert. Also man hat gesagt, es kann nicht so produziert werden. Und nach außen hat man so getan, ja, die DDR-Betriebe sind alle in Umstrukturierung, dort kann man nichts bestellen, dort haben wir keine Liefersicherheit. Und auf der anderen Seite hat man den DDR-Betrieben erzählt, ja, wir haben keine Absatzmärkte. Und so sind eben die Betriebe billig gemacht worden und die Leute, die im Außenhandel diese miese Tätigkeit gemacht haben, die haben Geld gesehen. So ist es gelaufen, 1989, 90 bis 92. Und die Verstaatlichung, Quatsch, die Privatisierung des Volkseigentums hätte ein Volksentscheid bedurft. Also eine Volkskammer hätte das gar nicht beschließen können. Die Verfassung der DDR hat ganz klare Regeln und Richtlinien gehabt, was mit dem Volkseigentum zu geschehen hat. Und das ist auch bis zum heutigen Tag so. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, wenn die Duma in Russland sich jetzt mit dem Problem befasst, ob denn die Übernahme der DDR durch die BRD damals auf einer rechtsstaatlichen Grundlage passiert ist. Also es hätte zumindest ein Referendum geben müssen. Artikel 29 Absatz 8 sieht nämlich vor, dass für solche Entscheidungen ein Referendum stattfinden muss. Haben wir nicht gehabt. Wir hatten kein Referendum zur GEZ, wir hatten kein Referendum zur Einführung des Euros, wir hatten kein Referendum überhaupt zum Beitritt.
Wir hatten kein Referendum zu einem totalen sozialen Kahlschlag ohne entsprechende Übergangsfristen. Und wir hatten auch kein Referendum, um die ganzen DDR-Betriebe platt zu machen. Dafür gab es weder eine Notwendigkeit, noch war das sinnvoll, alle in die Arbeitslosigkeit zu schicken. Das wäre sicherlich, wären viele Ostprodukte nicht auf dem Weltmarkt absatzfähig gewesen, aber man hätte mit entsprechender Drosselung der Produktion des alten Sortiments und das Hochfahren des neuen Sortiments eine Übergangsfrist schaffen können. Da hätte man zwar mal ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr auf Halde produziert, aber das hätte im Laufe der Zeit noch verkauft werden können. Vielleicht nicht zum ursprünglichen Preis, aber zumindest wäre es verkauft worden. Und die Leute, sagen wir mal, die Produkte wären nicht mit so schlimmem Verlust verkauft worden, als hätte man den ganzen Betrieb einfach platt gehauen. Ja, weil da wurde ja dann nur noch der Abrissbirne geholt und die teuren Maschinen verschenkt. Man konnte es einfach nicht anders sagen. Ich habe es ja live miterlebt, wie das damals runtergewirtschaftet wurde. Und ja, und wenn die schwierigen Zeiten kommen, dass man eben dann auch den Leuten hier die Staatsangehörigkeit wieder rechtlich entzogen hat, dann werden natürlich die Bürgerrechtler munter und sagen, Moment mal, war denn das, was damals passiert ist, überhaupt rechtens? Und die Frage ist nicht ganz unberechtigt, weil die Auflösung der Volkskammer hätte zum Beispiel auch einen Volksentscheid bedurft und der hat niemals stattgefunden. Und auch muss man ja wissen, dass die Einführung der D-Mark am 1. Juli passiert, die Auflösung der DDR-Verfassung aber erst am 18. Juli. So, und damit gilt erstmal das Gesetz der Einführung der D-Mark bis auf unbeschränkte Zeit weiter, bis nämlich der Volkskammer sagt, es hört auf. Aber wenn man sich natürlich ständig über das Gesetz hinwegsetzt und dann irgendwann eine Wirtschaftskrise wie jetzt mit dem Euro zuschlägt, dann wird natürlich in die alten Verträge auch wieder mal reingeschaut und geguckt, ey, haben wir denn da nicht damals einen Fehler gemacht und muss das nicht alles wieder rückabgewickelt werden? Aber ich denke mal, dass das die nächsten Wochen noch ein Thema ist. Russland hat ja zu verstehen gegeben, dass sie die Besatzungsverträge am 15.04.2015 nicht verlängern wollen, weil Russland nun halt mal nicht der Rechtsnachfolger der Sowjetunion ist, sondern des Zarenreiches und das Zarenreich mit dem Kaiser einen Friedensvertrag hat und sozusagen Russland aufgefordert ist, die Grenzen von 1914 wiederherzustellen, sobald die Besatzung abläuft. Weil die Sowjetunion kann es nicht verlängern, Russland will es nicht verlängern. Also haben wir die Möglichkeit, dass die alten Probleme, der Push, den die Wende-Regierung gemacht hat, Regierung Modrow und alle Nachfolgeorganisationen, man muss ja auch bedenken, dass einige Leute in der Regierung waren, die also DDR-Vermögen ins Ausland umgeleitet haben und nie eine Strafverfolgung gegeben hat, dass Teile des Vermögens an Genossen ausgereicht wurde, damit sie VEB-Betriebe vom Apfel und Ei kaufen. Also die gesamten Geschehnisse, die damals gewesen sind, das muss natürlich rückabgewickelt und hinterfragt werden. Und die nächste Zeit wird dann zeigen, inwieweit die Bürgerrechtsbewegung schafft, das einzufordern, ne? Dass das nochmal alles angeguckt wird. Aber wir haben ja noch einige Teile vor uns und wir werden ja dann zur Europawahl nochmal etwas mehr sagen.